Das super geheime, super schöne, beste Spiel des Jahres. Aber ich habe gedacht, das lädt noch. Ich habe noch ein. Da kommt ja gar nichts. Ah. Los geht's. Popeye, halbe Stunde purer Terror. Aber danach kann ich es wieder von der Konsole werfen und es nie wieder ansehen. Das ist. Okay. Das Brutus, oh nein. Aber da hinten sind mehr Herzen. Oh ja. Ach, Moment, X drücken. Macht Sinn. Ist deinen Spinat, Bro. Fliegt ein bisschen weit. Okay. Brutus, so, da bin ich wieder. Mit einem netten Grinsen. Yay. Ich bin der beste Popeye-Spieler. Sammle die Buchstaben. Okay. Punch your way to victory. Ja, aber ja. Okay. Ist alles? Oh. Popeye. Du hängst. Ah nein, das ist einfach nur. Oh, Popeye, ich liebe dich. Ja. Ich hoffe, ihr liebt auch alle Popeye. Alles klar. Da kommt Brutus. Ah. Oh. Master Gameplay am Fall vorbei. Yeah. Ich habe immer noch kein Spinat. Woohoo. Ich bräuchte Spinat, um meinen Weg zum Sieg zu punchen. Natürlich ist der Spinat jetzt bei Brutus, ist ja klar. Lass mich mal eben nur meinen Spinat essen. Flock. Ah, ich hab's gewusst. Ah, Papa, ich liebe dich. Yes.
Erreiche Level 3. Sammle 15 Herzen, während du Brutus und der Hexe ausweichst. Okay. Warum stehst du jetzt auf einem Berg? Ich wollte erst Vulkan sagen, aber... Ich habe schon 52% aller Trophäen. Ich hätte das Ding tatsächlich Road to Platin nennen können, aber es gibt kein Platin. Was es nur noch trauriger und deprimierender für mich macht. Oh, hallo Brutus. Flock. Ich sollte aufhören, das zu tun, weil das heißt, dann muss ich mir jedes Mal die Cutscene angucken, wie der da wieder an Land schwimmt. War es gerade ein Herz oder habe ich irgendwie einen Schrumpfkopf eingesammelt? Merkwürdig. Warum ist das immer ein Tröpfcheneffekt? Der kommt aus dem Meer. Und wo ist die Hexe überhaupt? Die Kamera ist aber sehr schnell und effektiv und alles, ne? Gefällt mir nicht. Ist alles für solchen Brutus. Irgendwie so. Ja, das sollte auf jeden Fall nicht 5 Euro kosten. 15? Okay. Gefährlicher Mann, dieser Brutus. Ich hätte gerne Spinat. Und immer dran denken, es ist nur dieses eine Lied. Random Brutus aus dieser Richtung. Easy, Level 3. Erreiche Level 4. Sammle 20 Herzen. Popeye, fang. Hallo. Was zum... K. Ist die Musik eigentlich zu leise für euch? Soll ich sie doch lauter machen? So, müsste alles ein. Man müsste jetzt was hören können, denke ich, hoffe ich. Zu spät! Das höre ich schon die ganze Zeit. Das sagt ja nur keiner was, aber ich meine in dem Fall auch sehr verständlich. Es ist nur dieses eine Lied.
wenn man das Lied nennen möchte. Also ich meine gelesen zu haben, dass ich 10 Level schaffen muss, dass die... Hat der gerade die Bierkanne geworfen? Oh, jetzt werden wir angegriffen von Brutus, dem Geier oder der Hexe. Oh, 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 wow. Jetzt wird das hier hardcore. Na, was sagt sie uns heute? Bring den Müll raus. Hä? Flatsch. Inner Girl Frocks Brottel. Keine Ahnung. Ich brauch mal Hinweise, Olivia. Every Girl Needs a Sailor. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Ja. Ich brauche Bestätigung. Ich brauch jedes Mädchen einen Segler. Oh, loves the Sailor? Ja, dann halt liebt einen Segler. Da waren vor 5 Sekunden Spinat, ich hab's genau gesehen. Die haben mir meinen Spinat geklaut, was soll das? Klingt richtig. Ich weiß zumindest grob, was du meinst. Irgendwas war da mal. Ich brauche noch ein S. Da drüben. S wie Spinat. Ich brauche noch ein S. S wie anderer Spinat. Wollen wir mal wieder 20 Herzen sammeln. Ufzi, dufzi. Ich bin ja schon fasziniert davon, dass ich überhaupt in diesem Level Spinat finden kann. Es gibt sogar andere NPCs hier. Oh mein Gott. Nicht angucken, nicht drüber nachdenken. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das beste Lied, das ich jemals gehört habe in einem Videospiel. Und ich meine, wenn ich cheaten würde, könnte ich ja auch einfach die Musik für mich leise stellen und bei euch laufen lassen. Die Vorteile des Streamerseins tatsächlich. Dürüm. Hey, da ist eine Palme, finde ich richtig toll. Hey, eine Palme, ja, das ist super toll. Du brauchst eine Palme, ja. Eine hast du auf dem Kopf, die andere im Garten, dann ist alles wirklich Düfte. Irgendwas ist wieder kaputt gegangen und das ist nicht Teil meiner Seele.
Ah. Da habe ich einmal auf den Chat geachtet. Achso, ich muss an Land schwimmen. Ich kann schwimmen. Ich kann schwimmen. Habe trotzdem nur einmal auf Chatfenster geguckt. Lass mich eine Hexe schlagen. Das wäre Töfte eine Hexe schlagen. Das wäre voll toll. Aber ich darf nur den. Ah, da ist sie doch. What? Okay, ich darf keine Hexe schlagen. Okay. Das hätte ich gerne vorher gewusst, bevor ich mein Leben verschwendet hätte. Wenn nur Hexe jetzt hier wäre, sie wäre so stolz auf, naja, die andere Hexe, weil wir jetzt wissen, dass man Hexen nicht schlagen kann. Hexen sind unschlagbar. Ah, jetzt mit Regen. Geil. Sammle 30 Herzen. Wollte Hexe nicht auch eher Dingens haben? Hugo? Und ist in Hugo nicht eine Hexe drin? Reicht das nicht? Zählt das nicht? Weil es heißt, erreiche Level 7. Ich habe Level 7 erreicht, weil das hier Level 7 ist. Hallo Brutus, guck dir meinen Segler-Hintern an. Ich vor dir herlaufe. Fast hypnotisch wirkend. Ich darf nicht auf den Chat gucken. Jetzt muss ich den Scheiß nochmal von vorne machen. Nein. KK. Ja, Level 10 erreichen, 10 Flaschen hauen und den Topscore auch noch holen. Oh, geil! Okay! Bis zum nächsten Game Over spielen wir noch. Nein. Einfach nö. Ich frag mich jetzt nur, welche Flaschen und Schädel soll ich hauen? Ja. Yeah. Ich bin sehr froh, dass es keinen S-Rang gibt. Nur den mache 30.000 Punkte. Wieso ist Brutus jetzt hier vorne? Warum kann er die momentane Teleportation wie ein Saiyajin einsetzen und ich nicht? Irgendwas stimmt doch dabei nicht. Ich kann nur nicht auf den Chat achten. Das ist... Wenn, in dem Moment, wo ich gucken will, sehe ich nur gerade, dass auf einmal wieder Brutus vor mir herläuft. Was er eigentlich nicht machen dürfte, weil er hinter mir war. Die elende Kanaille. Auf dem Schiff. Und Flaschen? Flaschen sind dann bestimmt in der Stadt zu finden, also der großen Stadt. Ah, jetzt bekriegst du dein Fett weg, Kumpel. Ja, guck mal ein bisschen doof durch die Gegend hier. Dann habe ich erstmal einen Spinat gegessen, punch ich dich. Die Flaschen zählen nicht, fürchte ich.
Ah, ich hätte sogar ein extra Herz eingesammelt. Schon mal für den nächsten Level oder so. Bullshit. Okay, okay, Level 2. Wir können das, wir können das. Ich bin der beste Popeye-Spieler ever. Popeye Cat. Möchte das jemand mit mir neu vertonen? Dann sind das unsere Stimmen demnächst immer nur noch. Ich sehe keinen Schädel. Ey, gut, ich sehe den Schädel, aber den werden sie wohl nicht meinen, oder? Huf, huf. Anscheinend nicht. Oh, Popeye, ich liebe dich. Ja. Oh, cool. Richtig gutes Versteck vor Brutus auf seinem eigenen Schiff. Ach so, das Ding. Das war von der Hexe ein Geschoss, aber ich weiß nicht, ob... Ich meine, vielleicht. Aber dann wäre eine Flasche ja rein theoretisch das Wurfgeschoss von Brutus. Kann mir jemand kurz einfach den Trophäenguide für mich googeln und mir sagen, was gemeint ist? Ich muss mich hier super konzentrieren, so dämlich das Spiel auch ist, aber wenn man einmal nicht aufpasst, wo man hinläuft, wird man ja umgebracht. Gibt es, ich weiß das, weil ich nachgeguckt habe. Ich weiß tatsächlich nicht, wieso es dafür einen Guide gibt, aber es gibt einen. Es gibt ja nicht mal Platin. Also selbst dafür keinen Bock hatten. Hätten sie die Dinger komplett weglassen können, aber nein. Da sind Flaschen auf dem Tisch. Die ich nicht punchen kann. Uff, sind zu weit weg. Ich glaube, ich habe den Schädel jetzt gepuncht. Gibst du zufällig eine Flasche? Ich bin gewillt, das herauszufinden, ob du eine Flasche wirfst, die ich dann hauen kann, Kumpelino. Noch ist er da. Noch ist er da. Noch ist er da. Da war ein Schädel. Nein, ich... Ich werde gerade erst warm mit der Musik. Gepuncht. Fliegt super langsam ein Herz scheinbar. Okay, und die Flaschen? Ah, einsammeln ist aber auch nicht ganz richtig. Ich muss sie scheinbar tatsächlich punchen. Ich hoffe, das hindert mich jetzt nicht daran, Level 10 zu erreichen. Sind in Level 6? Oder soll das heißen, 6 Schädel habe ich?
Popeye. Catchy. Catchy Destiny. All die Herzen. Und wer der Chin Pokémon Meister? Werde der Gen Pokémon Meister. Okay. Gutes Gameplay. Und wenn ich die Flasche verpasse, dann werde ich wahrscheinlich. Da war doch schon wieder. Irgendwer hat eine Flasche geworfen. Scheinbar kann Brutus das auch. Dibidi-dip-di-di. Klong. Warum ist Brutus im Wasser? Ich meine, ich hätte ihn jetzt da reingeschlagen. So ist er nicht, aber. Ist okay, Kumpel. Okay, ja. Dann versuchen wir es mit der Hexe, schätze ich mal. Obwohl ich es jetzt auch mit der Flasche versucht hätte, aber die hat er ja dann völlig geistreich in die Wand geworfen, wenn man das Wand nennen will. Oh yeah, Level 6, glaube ich, ernsthaft. Oder ist das erst Level 5? Ah nein, das ist erst Level 5. Mitgehangen, mitgefangen. Popeye, catch. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Dim, 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 dim. Ganz allein fange ich die Buchstaben ein. Ich kenne die Gefahr. Popeye, yeah, dieses Lied, das ist so gut. Der vielleicht schmeißt mit Flaschen rum. Oh, ein E. Und ein G auch noch. Und smack ins Wasser rein. Und ein Schädel. Er ist auch dabei. Klingt ein bisschen so, als würde ich auf dem Karton rumhauen. Der Geier meinte, ich soll die Fresse halten, aber da hat er sich geschnitten. Popeye Streamer. Gut, heißt beim nächsten Stream, wenn ihr sowas sagt, muss ich erstmal selber reinhören? Ja. Das Flaschen ist schief und macht mir schon irgendwie Sorgen. Ah, sehr gut, Spinat. Halt nicht. Blöder Schädel. Wir brauchen noch ein R. Vorhin waren es S. Natürlich kann ich das, natürlich. Ich hab's mal leiser gemacht. Weil ich nett bin. Popeye! Catch! Alles klar, Olivia.
Die ist leider geschlossen, der Inhaber ist verstorben, falls du dich erinnerst. Yeah, Schädelbrecher. Wieder eine wunderschöne Popeye-Trophäe mehr. Yes. Das ist ein nicht flaschenwerfender Brutus. Klar erkennt man an der Passform. Noch ein Herzchen mehr oder fünf, das wäre toll. Noch ein Herzchen mehr oder fünf, das wäre toll. Na, wirst du wohl. Na, danke. Fletch. Gibt immerhin 1000 Punkte. Wir brauchen ja 30.000, was glaube ich. Ich hoffe, es waren nur 30.000, nicht 300.000. Dafür müsste man das Spiel sehr lange spielen. Naja gut, wie gesagt, ne? In Undertale, wenn man es sich für die PlayStation nochmal geholt hat, da war noch die Trophäe, hol dir ein Item, zwei Items, drei Items, vier Items, fünf Items irgendwie. Dann ungefähr bis zur Hälfte erreiche den und den Ort. Und dann gab es einen Schrein, den man Geld spenden konnte. Das waren dann da die Trophäen, das ist auch nicht viel besser gewesen. Okay, wir sind wieder bei unserem bisherigen Bestrekord, Level 7. 30 Herzen. Ja, okay, gut, ja, das ist richtig. Popeye! Katschü! Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich bin ein Seefahrer, aber stattdessen renne ich hier rum und fange Herzen. Ist das Dreckpartikel oder Schädel? Das ist ein Schädel, oder? Ist das Olivia wirft mit den Schädeln? Und wenn ja, warum? Habe ich die Hexe verpasst? Inwiefern bin ich an ihr vorbeigelaufen oder was? Die wird doch hier wieder irgendwo gleich auftauchen. Die bleibt doch nicht lange weg, die gute alte Schachtel da. Brutus wieder. Ich bin wieder da mit Brutus. Und der Geier so, ja, Frischfleisch. Ach so, das meinst du? Ja, gut. Naja. Ah, da wird er den Brutus versucht abzuziehen, den er vorhin abgezogen hat. Dieser Brutus. Aha. Alter, weiter, ey. Kein Wunder, dass ich hier verloren habe. Jetzt werden sie hier arschig mit den Spawnpunkten.
Was? Popper ist top aktuell. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich trinke täglich aus meiner Popeye-Spinatdose. Koche nur offiziellen, lizenzierten Popeye-Spinat. Und mein Wecker morgens ist... Kami! Fang! Ha, ihr Idioten. Level 8. Punch your way to victory. Gab's nicht auch ein Popeye-Baby? War da nicht irgendwas? Oh mein Gott, was ist das denn jetzt für ein Satz hier? Ia, Ia, Soja, Soja, Soja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stop, Hammer Time. Glockel, Bockel. Weib, ich brauche mehr Buchstaben. B. Glow? Okay. Brutus von hinten. Gott. Diese Taktiken. Be a glow stick. Haben die überhaupt Glow Sticks? Ja. Frick! Der Kerl ist einfach schneller als ich jetzt mittlerweile. Das ist gefährlich. Es ist okay, ein Glowstick zu sein. Haha! Natürlich landet das Ding da drüben. Wenn es der letzte Buchstabe wäre, würde ich sogar hinrennen. Ja. It is okay to be a glow stick. Ah, 30 Herzen, allen ausweichen. Wenn wir das schaffen, sind wir in Level 10. Dann müsste ich nur noch allen Flaschen die Pfote geben. Gucken, ob wir das hinkriegen. Dip, dim, tippe, 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 dim. Schädel, Schädel ist egal. Ignorieren wir. Spinat, Spinat nehmen wir. Was? Wieso sagst du so etwas? Einfach draufhauen und die Scherben prallen an dir ab? Bitte wirklich nicht nachmachen. Ist tatsächlich eine doofe Idee, aber... Popeye kann das. Solange es nur in den Albträumen ist, ist das doch in Ordnung, denke ich mal.
so weit hier hinten ein Herz? Zwei Herz? Es gibt einen Angler? Drei Herz. Neuer Lieblings-NPC. Angler. Ich werde übrigens jetzt nicht versuchen, ins Wasser zu springen. Nur weil wir festgestellt haben, dass der Kerl theoretisch schwimmen kann. Tja. Da rechts war ein Herz, da hinten ist ein Herz. Brutus muss auch irgendwo rumlungern. Die Hexe ja theoretisch auch. Ah, Brutus. Flasche. Yeah. Nochmal ein Brutus. Um genau zu sein, derselbe Brutus wie vorher. Hälfte der Herzen haben wir. Kein Brutus. Random Hexe. Aber ausgezeichnet die Flasche gepuncht. Oh yeah. Pro-Taktiken hier. Ich kann den Chat jetzt nicht angucken, weil bei meinem Glück renne ich genau dann in einen Brutus rein. Ich hätte gehofft, dass der Spinat vielleicht schon wieder gedroppt ist, aber nein. Dafür ein Schädel, der bringt mir nichts. Nicht so wirklich. Ah. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Hatte ich keinen Nerv zu versuchen, diese Flasche zu hauen. Gib mir drei Herzen. Oder einen Spinat, ein Herz. Oder einen Spinat. Das ist ein Schädel, das ist... Das war nicht das Gegenteil von einem Herz, aber... Ja klar, wirf nur noch mehr Schädel, ist in Ordnung. Okay. Ah, Hexe. Brutus einfach aus dem Seitenfach der Hexe. Oh yeah! Sommer! Sommer ist das neue Level. Popeye! Catchy. Gut, wir müssen nur noch ein paar Flaschen kaputt machen, eigentlich theoretisch. Ach, aber das ist. Und das war eine dumme Idee, mir das zu checken. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wir haben noch so einen Spaß. Brutus, wirf eine Flasche. Wirf eine Flasche, Brutus. Darf ich zu verfolgen und wirf eine Flasche? Dann halt nicht. Flasche, Brutus? Hm? Hm? Flasche? Hm? Oh mein Gott. Spinat. Boing. Ich meine, du wusstest aber genau wie ich, wie scheiße das ist. Ja.
eine Flasche weniger. Gut, ich glaube, die Musik haben sie alle rausgelassen. Kann ich, ne? Ah, nein. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage, ob es mich stören wird, wenn ich niemals dieses Achievement habe. Aber ich glaube nicht. Weil ich dafür eh nichts bekomme. Also, ja. Oder ich mache sie gleich eben außerhalb des Streams noch schnell fertig, nur um sagen zu können, hey, ich habe 100% der Trophäen im Popeye. Yes. Vermutlich nicht. Das war jedenfalls der Stream und das super geheime, tolle, nächste, schlechte, furchtbare Spiel, was wir niemals hätten anfangen dürfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist mein letzter Stream im Urlaub gewesen und der erste, traurigerweise. Scheiß Krankheit, morgen geht's wieder an die Arbeit. Ich setze den nächsten, wie gesagt, für den Samstag an. Der Samstag ist der 26. 26. können wir auf jeden Fall wieder streamen. Die Ruhe ist gerade schön, ne?